Herzlich willkommen zu einem neuen Herzerwärmer-Podcast. Heute geht es um etwas ganz Schönes und zwar habe ich für dich Gedichte gelesen, denn es geht rund um das Thema Kraft tanken, wie du zu neuer Kraft findest, ganz besonders in dieser verrückten Zeit jetzt, wie du die Sonne wieder in dein Herz holst, die Kraft der Natur und die Kraft deiner Vorstellung verwendest, um dich an paradiesische Orte zu beamen und das zu jeder Zeit, egal wie stressig es gerade ist. Ich wünsche dir total viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Während ich das hier zeichne, spreche ich gleich das Intro ein und hoffe, du hast genauso viel Freude an den Zeichnungen wie ich und vor allem mit dem Inhalt. Bis gleich! Herzlich willkommen zu einem neuen Herzerwärmer-Podcast. Ich bin Jeanette Scheer und werde dich heute mitnehmen auf die besten Wege, neue Kraft zu tanken. Ja, vielleicht wünschst du dir die Ruhe im Kopf und vielleicht möchtest du, dass das Gedankenkarussell endlich mal wieder stillsteht. Ich habe heute ganz, ganz tolle Dinge für dich und auch ein paar Fokusfragen, denn das ist wichtig, um wirklich den Fokus auf die wichtigen Dinge in deinem Leben zu legen. Die wichtigsten Fragen des Lebens, die neue Kraft erfordern. Ich bekomme so oft von Frauen in leitenden Positionen Fragen wie diese gestellt: Bin ich wirklich richtig in meinem Job? Ich kann doch so viel mehr. Bin ich wirklich richtig in meinem Leben? Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Bin ich wirklich gut in meiner Arbeit? Ich zweifle so viel an allem. Wenn das Leben dir diese Fragen stellt, dann kostet das Kraft. Aber du kannst glücklich sein, dass das Leben dir diese Fragen stellt, denn so kannst du antworten und neue Kraft finden. Wir beginnen mit Frage 1, die ist ganz, ganz wichtig. Also es ist eine elementare Frage in deinem Leben und sie ist ein bisschen frech, aber die ist cool. Frage 1. Bist du so glücklich, wie du sein kannst? Ja, also die Frage ist es auf jeden Fall wert, dass du sie dir jeden Tag aufs Neue stellst. Und ja, die Sache mit dem Glück, ne, das ist das, wonach wir alle immer und immer suchen. Fokusfragen an dich, die ich dazu habe. Bist du wirklich so glücklich in deinem Job, wie du sein kannst? Du kannst doch noch viel mehr. Frage 2. Bist du wirklich so glücklich in deinem Leben, wie du sein kannst? Da ist doch noch viel mehr. Dritte Frage. Bist du so glücklich, wie du sein kannst? Vierte Frage. Was möchtest du heute gern tun, um richtig glücklich zu sein? Fünfte Frage. Wie sehr genießt du diese Momente, wenn sie denn dann da sind, diese Glücksmomente? Sechste Frage, die ich an dich habe. Was genau willst du verändern? Und die letzte und siebte Frage, die ich an dich habe. Bis wann willst du etwas verändern und wie? Also du merkst, es sind Fragen über Fragen und ich liebe es einfach, dir Fragen zu stellen. Frag mich gern auch zurück. Du kannst mir deine Fragen einschicken und ich werde sie im nächsten Podcast verwenden. Versprochen. Denn das Fragen, das ist wirklich eins meiner Geheimnisse in meiner Arbeit. Wenn du es schaffst, dem Leben die richtigen Fragen zu stellen, dann wirst du die richtigen Antworten bekommen. Und wenn du selbst nicht in der Lage bist, eine kurze, präzise Frage zu stellen, ja, dann hast du ja jetzt jemanden, der das gut kann, der das nämlich seit Jahren beruflich und privat umsetzt. In diesem Sinne, wichtigste Frage Nummer 2, die ich habe, um überhaupt Kraft zu tanken, machst du so viele erfüllende Dinge wie möglich? Vielleicht denkst du auch über das größte aller Gefühle nach, über das Thema Selbstverwirklichung und Erfüllung. Laut der Maslow'schen Bedürfnispyramide ist dieser Zustand das Höchste, was wir Menschen erreichen können. Pure Freude, absolute Freude.
Also, wie viele erfüllende Dinge machst du jeden Tag und wie viele erfüllende Dinge machst du in deinem Arbeitsalltag? So wichtig. Ich will dir heute mal einen persönlichen Einblick geben, was mich erfüllt. Ich habe in meinem Leben nur Dinge, die mich erfüllen. Ganz, ganz wirklich wahr. Also ich frage da auch wirklich jeden Tag in mich hinein. Ich habe Fragen auf meinem Schreibtisch liegen, dass ich meinen Fokus nicht verliere. Ich liebe meine Familie und ich liebe meine Arbeit und ich bin wahnsinnig gern in der Natur und ich esse wahnsinnig gerne. Ich brauche den Austausch mit Menschen, die mir wohlgesonnen sind und mich wachsen lassen. Und nicht zu vergessen, ich brauche genügend Schlaf. Also auf all diese Dinge richte ich meinen Fokus aus. Manchmal ist das für meine Umwelt gar nicht so einfach, weil ich täglich so viele Entscheidungen für meinen Fokus treffe, dass die Umwelt das manchmal nicht versteht. Daher, was soll's? Ich gebe dir einfach auch ein paar Fokusfragen, die dir helfen, deinen Fokus zu finden und die vor allem dir helfen, die Erfüllung in dir erstmal zu spüren, ob sie da ist, weil wie sollst du denn sonst Kraft tanken? Ich habe vier wichtige Fragen zum Thema Erfüllung für dich. Was erfüllt dich denn beruflich? Wichtig, darüber nachzudenken. Nächste Frage. Wie fühlt sich denn dieses erfüllende Gefühl an? Wichtig, dass du auch darüber nachdenkst und mal reinspürst, was denn dann anders wäre, als es jetzt ist. Dritte Frage. Was passiert mit dir, wenn deine Arbeit dich erfüllt? Also nicht nur die Gefühle, sondern wie sieht dein Leben dann insgesamt aus? Was verändert sich? Und die vierte Frage zum Thema Erfüllung: Welche Dinge machen dir wirklich, wirklich erfüllende Freude bei der Arbeit? Und welche nicht? Ganz wichtig, dass wir das mal erwähnt haben. Also für die Erfüllung braucht es aus meiner Sicht wirklich nur zwei Dinge. Etwas tut dir gut und bringt dich deinem Ziel näher oder eben nicht. Dann tut es dir nicht gut und bringt dich nicht näher und lässt dich den Fokus aus den Augen verlieren. Dann ist doch alles klar. Oder? Also am besten schreibst du eine Liste. Schreibe eine Liste und denke beim Schreiben über die Möglichkeiten nach, was geht. Und vielleicht kannst du diese Frage auch deinen Kollegen und Mitarbeitern stellen, sodass du ihre Bedürfnisse herausfindest, um auch in der Arbeit erfüllt zu sein. Das ist total wichtig. Ich habe was Schönes für dich. Ich habe was Schönes für dich, weil heute in unserem Podcast geht es um das Thema Kraft tanken. Und es gibt eine Herzerwärmer-Post, die schreibe ich voller Leidenschaft einmal in der Woche, wo ich versuche, dir immer die schönsten und wichtigsten Themen reinzupacken für eine Frau in Führungsposition, für eine Frau, die alles organisieren muss. Und diesmal geht es darum, dass du etwas geschenkt bekommst. Und zwar, wenn du dich anmeldest, bekommst du das Workbook dazu namens Kraft tanken. Allein schon das auszusprechen macht Freude, kannst du mal machen. Den Link packe ich dir nachher in den Beschreibungstext. So, was ich heute mit dir machen möchte, das alles war jetzt nur die Einleitung. Ich möchte, dass wir gemeinsam heute Kraft tanken. Und was gibt es dafür Schöneres, als die Sinne zu aktivieren? Und die Sinne aktiviere ich am besten, indem ich dir Herzerwärmer Poesie lese. Ja, ich freue mich drauf. Wie du dir mit Herzerwärmer-Poesie neue Ziele setzen kannst. Ha, los geht's. Lass uns zusammen auf eine Wiese legen, samt Picknick, Sekt und weichen Decken. Lass uns das Grün und die Gänseblümchen fühlen. Lass unsere nackten Füße das Gras zerwühlen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Das war ein Auszug aus der Herzerwärmer-Poesie namens Wiesenlied. Die Herzerwärmer-Poesie schreibe ich grundsätzlich in meinem Gärtchen. Also so mein Stück Paradies. Und ich hoffe, dass ich dich jetzt ein paar Sekunden entführen konnte.
auf eine Wiese. Und natürlich, wie soll es anders sein, habe ich auch hier ein paar geniale Fokusfragen für dich, die dich wirklich den Wert auf die wichtigen Dinge in deinem Leben setzen lassen. Wann lagst du das letzte Mal mit einem geliebten Menschen frei und leicht auf einer Wiese? Also wann hast du das letzte Mal diese Leichtigkeit gespürt? Vielleicht wird dir durch die Herzerwärmer-Poesie klar, dass du zur Leichtigkeit zurückfinden kannst und vor allem, wie einfach das geht. Es ist nur eine Wiese. Vielleicht planst du auch endlich solche Momente mal wieder in deinen Alltag ein. Ganz normale, einfache Dinge wie eine Wiese. Und wenn du in einer Führungsposition bist und vielleicht Kollegen und Mitarbeiter zu führen hast, dann frag doch mal dein Team, wie sie es schaffen, diese Wiesenleichtigkeit wieder zu spüren. Ihr werdet in ein total schönes Gespräch miteinander kommen, ganz sicher. Ja, kommen wir zur nächsten Herzerwärmer-Poesie und ich hoffe, sie gefällt dir, denn ich habe folgendes Thema dazu mir ausgedacht, wie du mit Herzerwärmer-Poesie deinen mentalen Rückzugsort erschaffst. Oh. Viel Spaß bei Paradies. Du öffnest das Tor und stehst vor dem Paradies hier auf Erden. Dieser Platz macht etwas mit dir. Hier kannst du sein und werden. Ich wünsche mir sehr, dass du einen paradiesischen Ort in deinem Herzen hast, an den du dich immer erinnern kannst, wenn es vielleicht mal hart auf hart kommt. Und auch wirklich nochmal das Angebot, hol dir die Herzerwärmerpost, da gibt es die Poesie für 30 Tage, für jeden Tag im Monat eine Poesie, die du dir immer und immer wieder lesen kannst, ausdrucken kannst, damit du den Fokus im Leben wirklich auf die Dinge richtest, die dir gut tun. Und natürlich habe ich zu diesem paradiesischen Ort in deinem Herzen auch Fragen für dich. Wo ist der Ort, an dem du dich am allerwohlsten fühlst? Wo ist dein eigenes Paradies? Vielleicht denkst du jetzt darüber nach, was dieser Ort mit dir macht. Du riechst, du siehst, du fühlst ihn in Gedanken. Vielleicht hörst du die Töne und das Vogelgezwitscher und das plätschernde Lachen im Hintergrund. Innerhalb von Sekunden verspürst du ein gutes Gefühl. Es macht doch also Sinn, ein Paradies für sich zu finden, oder? Und wenn es im Herzen ist, es macht Sinn. Wenn du Führungskraft bist, dann frag doch bitte mal dein Team, wie ihr einen solchen Ort lokal oder mental in eurem Arbeitsalltag integrieren könnt, um eben in stressigen Zeiten einen Rückzug zu haben. Ich bin mir ganz sicher, dass mehreren Menschen ganz viele paradiesische Orte einfallen, die ihr in den Arbeitsalltag integrieren könnt. Das ist kein Thema. Frag nach. Ich hab für dich natürlich einen Blogartikel geschrieben. Auf herzerwärmerclub.com schreibe ich mir wirklich alles von der Seele. Also alles, was mich berührt, was mir Kraft gibt. Und vor allem frage ich natürlich auch all unsere Frauen in Führungspositionen, die im Herzerwärmer-Club sind und sich regelmäßig austauschen. Was braucht ihr? Was bewegt euch? Wo drückt gerade der Schuh? Wo braucht es den Austausch mit anderen? Welche Themen interessieren euch? Und deswegen schaut bitte mal auf die Seite herzerwärmerclub.com. Dort findet ihr ganz, ganz viele coole Blogartikel. Also das wird dir gefallen. Eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Wie du dir mit Herzerwärmerpoesie positive Momente verschaffst. Das Gedicht, was ich dir jetzt lese, heißt Ein Wort. Lass dein Wort an einem wunderschönen Ort in mir
gedeihen. Lass mich werden, lass mich sein. Ja, meine Liebe, welche Worte lassen dich denn lächeln? Welche Worte lassen dich wachsen? Und wer schafft es so, mit dir zu sprechen, dass du dich so fühlst wie nach der Herzerwärmer-Poesie? Positives Feedback und Komplimente lassen dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung enorm wachsen. Du wirst dir klar, wer du bist und was du kannst. Das ist unsagbar wertvoll für deine innere Stärke. Also bitte denke darüber nach, welche positiven Feedback-Möglichkeiten gibt es in deinem Team? Und vor allem, wie könnt ihr positive Worte regelmäßig in den Arbeitsalltag integrieren? Ganz, ganz wichtige Frage und ganz zum Schluss echt nochmal die Aufforderung, schreib mir, wie steht's um deine Kraft, wie steht's um deinen Arbeitsalltag, wo bekommst du deine Kraft her? Und wenn du Fragen hast, immer her damit. Ich werde wirklich jede Frage in den nächsten Wochen im Podcast beantworten. Du findest, wie du mich findest, natürlich im Beschreibungstext. Und nochmal die Aufforderung, hol dir die Herzerwärmer-Post. Da geht es immer um das Thema Krafttanken, ganz besonders für Frauen in Führungspositionen. Und vielleicht sehen wir uns ja auch bald im Herzerwärmer-Club. Auch da gibt es nur Damen mit wirklich einem bewegten Leben, erfolgreichem Job und vor allem sind sie in den meisten Fällen Mütter und wissen ganz genau, wovon du und ich sprechen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Deine Jeanette.